Wie ist dein DJ Controller aufgebaut? In diesem Video möchte ich dir den Aufbau und die grundlegenden Funktionen eines DJ Controllers aufzeigen. Du weißt noch nicht, wie ein DJ Controller funktioniert? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video stelle ich dir die wichtigsten Funktionen vor, damit du direkt mit dem Üben loslegen kannst. Ach und übrigens, falls es dich interessiert, einen Link zu einem weiterführenden Artikel zu diesem Thema findest du unten in der Videobeschreibung. Und nun viel Spaß bei diesem Video. Hallo und willkommen zum heutigen Video. Der DJ Controller ist sozusagen eine Art Fernbedienung und dient als das Steuerelement für deine DJ Software, die sich auf deinem PC bzw. deinem Laptop befindet. Ein typischer DJ Controller ist in zwei Sektionen aufgeteilt. Die zwei äußeren Seiten und die Mitte bilden zusammen eine Einheit. Die erste Sektion besteht aus den zwei äußeren Decks. Diese dienen als Ersatz für einen CD-Player oder auch einen Plattenspieler. Mittig des Controllers befindet sich die zweite Sektion, die Mixer-Einheit. Die Mixer-Einheit ersetzt den klassischen DJ-Mixer. Als erstes schauen wir uns nun aber die erste Sektion an, nämlich die äußeren Decks. Auf jedem dieser Decks befindet sich ein Drehteller. Diese werden Jogwheels genannt. Mit ihnen lassen sich unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Dazu gehört zum Beispiel das Vor- oder Zurückspulen eines Songs, aber auch das Verändern und Anpassen der Geschwindigkeit. Außerdem besitzt jedes Deck einige Tasten, mit denen man der DJ-Software verschiedene Befehle übermitteln kann. Dazu gehört zum Beispiel die Cue-Taste oder auch die Play- bzw. Pause-Taste. Die Cue-Taste wird beim Vorhören genutzt. Mit ihr kann eine Markierung im Song gesetzt werden. Die markierte Stelle, also der Cue-Punkt, ist dann der Startpunkt, von dem aus der Song angespielt wird. Und hier seht ihr den Sync-Button. Mit ihm könnt ihr unterschiedliche Geschwindigkeiten der Songs durch einen Tastendruck aneinander anpassen, was besonders hilfreich für den Anfänger ist. Allerdings empfehle ich dir zu üben, die Geschwindigkeit auch nach Gehör anpassen zu können. Zwar sind heutzutage die meisten Controller mit einem Sync-Button ausgestattet, allerdings wirst du dich in Zukunft vielleicht auch mal an ein Setup mit Plattenspielern heranwagen und dann wirst du deine Fähigkeit, die Geschwindigkeit nach Gehör anpassen zu können, zu schätzen wissen. Schauen wir uns nun die zweite Sektion an, die Mixer-Einheit. In der Mixer-Einheit werden die Audiosignale zusammengeführt und können mit Drehreglern oder Fadern verändert werden. Als Beispiel ist hier der viel verwendete Crossfader zu nennen. Mit dem horizontal ausgerichteten Fader kann zwischen den zwei Decks hin und her geswitcht werden. Dabei verringert sich die Lautstärke des einen, während sich gleichzeitig die Lautstärke des anderen Decks erhöht. In der Mittelstellung befinden sich beide Decks auf derselben Lautstärke. Im oberen Bereich der Mixer-Einheit findet ihr den Equalizer. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit Drehreglern die Höhen, Mitten und die Tiefen der Songs einzustellen. Einige Controller besitzen zusätzlich noch einen High- und Low-Pass-Filter. Mit diesem Drehregler könnt ihr entweder die Höhen oder die Tiefen, also den Bass, aus dem Song herausfiltern. So, das waren nun ein paar grundlegende Funktionen, mit denen ihr aber bereits schon einiges mit eurem DJ-Controller anstellen könnt. Bedenke, dass das Erlernen des DJings etwas Zeit in Anspruch nehmen wird und nicht von heute auf morgen erlernbar ist. Wichtig ist am Anfang, dass du dir täglich ein paar Minuten Zeit zum Üben nimmst, dann wirst du auch ziemlich schnell deine ersten Erfolgserlebnisse verzeichnen können. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dann schreibt mir doch in die Kommentare oder besucht unsere Webseite, die ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort findet ihr einige interessante Informationen und auch Empfehlungen, die euch als Anfänger oder auch als Fortgeschrittener sicher weiterhelfen werden. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart, sage bis zum nächsten Mal und wünsche euch viel Spaß beim Üben.